Hallo liebe Bonsai-Freunde, hier ist wieder der Fritz, euer Bonsai-Bro und herzlich willkommen zurück zum neuen Video. In diesem Video wollte ich mal ein paar Totholzarbeiten an meiner Fichte hier machen. Und das ist ein super Beispiel, um euch einfach mal zu zeigen, wie man so mit verschiedenen Stellen umgehen kann, totholztechnisch, was man da beachten muss, was man auch vielleicht bei unterschiedlichen Spezies beachten muss. Ich werde allgemein heute ein bisschen auf das Thema Totholzbearbeitung eingehen. Und das am Beispiel von dieser schönen Fichte. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen, worauf man achten muss, warum ich das bearbeite und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, es geht um eine schöne Fichte, die ich letztes Jahr gekauft habe bei Mauro. Die ist nach der ersten Gestaltung sieht die so aus, jetzt ein bisschen frei gewachsen. Diese Äste hier sind vielleicht ein bisschen zu lang, aber insgesamt ist die sehr gesund. Sieht super aus. Ich habe den kleinen Rückschnitt gegeben nach dem ersten Austrieb und ihr seht, wegen dem kleinen Rückschnitt treibt er hier überall neu aus, wächst kräftig und ist allgemein in sehr gesundem Zustand. Das Laub ist sehr schön gleichmäßig verteilt. Das kriegt überall genug Sonne und dem geht es wirklich super. Und er hat hier sehr interessante Stellen am Stamm. Hier, das ist lose. Dieser Teil hier ist extra. Und wir haben hier schon sehr schönes, altes, interessantes Totholz. Eben wie so wie am Hauptbaum. Das hier habe ich eigentlich gebogen an der Stelle, aber das ist wieder ein bisschen hochgekommen. Das muss ich vielleicht später nochmal wieder runterbiegen. Wir haben hier sehr schöne, alte, natürliche Totholzstellen. Und ich möchte heute diese Stelle hier totholztechnisch bearbeiten. Diesen Hubbel hier. Eigentlich ist der ganz interessant, der gibt auch Charakter. Aber ich finde, dieser Hubbel ist an einer ungünstigen Stelle, so in der Mitte vom Stamm. Der lässt den Stamm hier viel dicker wirken als weiter oben. Und das ist nicht so elegant, das sieht nicht so schön aus. Und wir haben auch hier unten am Stammansatz noch so einen Hubbel, der halt auch für Alter steht und ein bisschen das Alter anzeigt, ein bisschen Charakter gibt. Und den Hubbel hier am Stamm, den werde ich auf jeden Fall lassen. Den finde ich super cool, super interessant. Aber diesen Hubbel werde ich ein bisschen bearbeiten, weil hier wäre auch eine schöne Stelle für so eine Totholzstelle, für so ein Totholzdetail. Bisschen was vom Stamm zeigen. Totholz passt zu Fichten auch immer gut. Und ich bin jetzt kein Fan, um Totholz zu machen, nur wegen des Totholzwillen. Aber an dieser Stelle wird das wirklich super passen. Und ich bin mir sehr sicher, dass der Stamm hier aufgrund dieses Hubbels sehr interessante Faserungen hat. Das heißt, die werden die Holzfasern sehr interessante Biegungen und Windungen haben. Und ich möchte allgemein diese Dicke hier ein bisschen reduzieren und hier ein interessantes Totholzdetail machen. Und ich glaube, das würde bei einer Fichte auch sehr schön und natürlich aussehen. Da zeige ich euch gleich einfach mal, wie ich vorgehen würde. Ansonsten ist es auch noch die Möglichkeit, diese Stelle hier ein bisschen als Totholz zu bearbeiten. Das hier ist eigentlich der ursprüngliche Ast. Der hat sich am Boden praktisch hier ge-ground-layert, würde ich sagen. Ist wie ein Air-Layering. Das heißt, es war ein langer Ast, der kam von hier. Der hat dann den Boden berührt und ist dann von selbst gewurzelt hier unten. Und dadurch ist dieser Baum entstanden. Aber die beiden Teile sind nicht mehr verbunden. Also dieser Teil hier ist nicht mehr mit diesem Teil verbunden. Und ich finde diese Stelle auch sehr schön interessant. Ihr seht diese alte Rinde, dieses sehr alte, natürliche Totholz, das gibt auch viel Charakter. Aber dieser Hubbel hier, das sieht irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir vielleicht ein bisschen too much. Das werde ich vielleicht auch noch totholztechnisch bearbeiten, einfach verkleinern und eine schöne Totholzstelle machen. Aber vielleicht mache ich das auch erst, wenn ich den Baum irgendwann mal in eine Bonsai-Schale gemacht habe, um das nochmal ganz zu betrachten, weil der Knubbel gibt auch schon Charakter. Aber ich finde, es ist irgendwie ein bisschen zu viel. Also sieht irgendwie ein bisschen alienmäßig aus. Aber das werde ich vielleicht auch erst später machen. Heute möchte ich mich erstmal um diese Stelle hier kümmern. So, hier ist wie gesagt die Stelle, die ich jetzt bearbeiten möchte. Es ist dieser Hubbel, dieser natürliche Tumor, der mal entstanden ist. Und ich möchte die Stelle ein bisschen runterarbeiten von der Dicke her. Der kommt hier sehr weit nach vorne. Das sieht man auch von der Seite, wie dick der wirklich ist. Also das möchte ich auf jeden Fall ein bisschen runterarbeiten, ein bisschen zurückarbeiten. Das Ganze soll sehr natürlich aussehen. Ich möchte die Stelle nicht zu groß machen, diese Totholzstelle, jetzt nicht über den halben Stamm, sondern nur diese Stelle mit noch ein bisschen hier unten vielleicht. Das geht bei Fichten immer ganz wunderbar. Allgemein Totholz ist bei eigentlich allen Nadelbäumen möglich. Manche haben ein bisschen weicheres Holz wie Fichten oder auch Waldkiefern. Da muss man ein bisschen mehr mit der Pflege hinterher sein. Aber das Totholz, dass das nicht verrottet, das ist eigentlich bei allen Nadelbäumen möglich. Bei manchen Laubbäumen kann man auch mit Totholz arbeiten. Vielleicht beim Cotoneaster, bei manchen Kirscharten hält das Totholz sehr lange. Aber allgemein bei Laubbäumen verrottet das Totholz mit der Zeit. Aber gibt auch oft einen coolen Charakter, dass man dann so einen ausgehöhlten Stamm hat, wenn das mit der Zeit verrottet ist. Und ich werde jetzt hier vorgehen, einfach mal ein paar Werkzeuge schnappen
und von oben nach unten, vielleicht zeichne ich noch ein, wie tief ich gehen will, von oben nach unten diesen Knubbel hier ein bisschen runterarbeiten, also erstmal in der Größe reduzieren, runterarbeiten, und dabei werde ich immer im Verlauf der Holzfasern arbeiten, weil ich möchte wirklich die Holzfasern freilegen im Verlauf, und so wird das dann nachher auch hier viele coole Windungen und Muster haben, die Holzfasern, weil an diesem Hubbel sind die natürlich gehen in alle Richtungen. Und normalerweise wollen wir auch immer praktisch die Fasern öffnen, aufsplittern und dann entlang der Faserung abziehen, und so kriegen wir einen natürlichen Look, der auch wirklich sehr alt aussieht, und man sieht wirklich die Faserung vom Kernholz, und das ist so ein bisschen der Look, den ich hier kreieren will, und ich werde einfach mal loslegen und mich jetzt vorarbeiten. Ich habe hier jetzt immer so einen Haken, der ist für Totholzbearbeitung und der ist ganz gut geeignet, mal ein bisschen hier die Rinde zu entfernen, die erste, und wie gesagt, ich arbeite mich langsam vor, ich möchte wirklich den Verlauf der Holzfasern schön freilegen. Ich wiederhole mich, aber so kann man sich erstmal hier langsam ein bisschen vorarbeiten. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier wirklich bis zum Kernholz vorgedrungen. Dieses helle ist das richtige Kernholz. Alles darüber ist nur Rinde und Cambium. Und da wollen wir wirklich hin. Also wenn wir Totholz machen, dann müssen wir auch wirklich genug von der Rinde abnehmen. Richtig bis zum Kernholz vordringen. Aber das macht dem Baum nichts. Diese kleinere Stelle, also der hat wirklich noch mehr als genug Saftbahn, um das hier drum zu transportieren. Und jetzt gerade auch im Sommer ist eine gute Zeit. Der Baum hier wächst noch kräftig, der macht ja noch neue Knospen, aber der ist jetzt nicht mehr so aktiv wie mitten am Frühjahr. Also der blutet dann nicht mehr so, verliert nicht mehr so viel Flüssigkeit, wenn wir da jetzt eine Stelle öffnen. Das ist bis jetzt im Sommer oder Spätsommer auch eine super Zeit, um so Totholzarbeiten zu machen. Und hier sehen wir auch schon anfänglich diese Holzfasern, die ich gemeint habe, die hier in alle möglichen Richtungen gehen. Also hier, das ist wirklich eine sehr schöne, interessante Stelle. Und ich fokussiere mich jetzt auch erstmal nur auf diese Knubbel hier, und dann werde ich später sehen, wie tief ich noch gehen möchte mit dieser Totholzstelle. Das hängt dann aber alles ein bisschen davon ab, wie weit mir der Look hier gefällt vom Baum und die Look von der Stelle, weil die ist auch sehr breit und eigentlich müsste man die so natürlich dann runter machen, aber wenn die so breit ist, dann muss ich auch sehr tief gehen. Also wir werden sehen, wo wir rauskommen. Das ist natürlich auch immer so die Spannung bei dieser Bonsai-Bearbeitung. Man weiß nie so genau, wie es dann auch im Endeffekt wird, ob es genauso wird, wie man sich vorstellt. Man entdeckt immer kleine Herausforderungen. Aber hier, ich sehe schon ganz toll diese Holzfasern, die wirklich sehr wild in alle Richtungen gehen. Also es wird eine sehr interessantere Totholzbearbeitung hier. Wenn man das wirklich so die Fasern freilegen will, ist immer gut mit der Zange zu arbeiten, um wirklich dann mit dem Faserverlauf die Stellen abzureißen, die Fasern so richtig mitzureißen. Und so kann man die einzeln hier freilegen. Das ist so ein bisschen der Gedanke hier. So, ich wollte euch jetzt nochmal aus der Nähe zeigen, wie das Ganze aussieht. Also ich arbeite mich immer noch weiter vor. Und hier sieht man auch wirklich die Struktur von den Fasern, wie ich das gerne hätte, hier so um diese schöne Stelle rum. Hier haben wir einen kleinen Wirbel hier oben. Hier an der Seite haben wir einen kleinen Wirbel. Das sieht man jetzt alles nicht so gut. Die Kamera kann das auch nicht so perfekt einfangen. Aber das ist schon sehr, sehr schön alles. Und wenn das noch ein bisschen altert, ein bisschen wittert, dann kommt das auch noch raus. Am besten wäre natürlich das am Schluss zu Sandstrahlen. Dann würden die Fasern hier wirklich alle einzeln rauskommen. Ich habe auch keinen Sandstrahler, keine Kabine dafür. Und wie ich diese Fasern freilege, ist, dass ich seitlich reinschneide. Also praktisch entgegengesetzt zum Faserverlauf. Hier ist der Faserverlauf. Schneide seitlich rein und dann breche ich das auf und dann kann man die Fasern entlang ziehen. So legt man die am besten frei, weil wenn man mit dem Faserverlauf schneidet, dann bricht man die Fasern eher, dann schneidet man die eher, und so kann man das wirklich schön aufmachen. Ich werde jetzt hier noch einzeichnen, wie tief ich noch gehe. Ich denke hier eine elegante Weiterführung nach unten von dieser Stelle. Dann werde ich das genauso aufbrechen und dann sind wir eigentlich auch schon mit der Stelle fertig für heute.
So, ich bin jetzt fertig soweit. Ich habe die Stelle noch bis hier unten erweitert. Und ich hoffe, man kann es sehen. Auf der Kamera kommt das rüber. Hier gehen diese Holzfasern entlang. Hier, wir haben hier die Fasern in entgegenläufige Richtung. Also einmal gehen die praktisch unter diesem Ast lang, bis sie dann hier außen an diesem Ast vorbeigehen. Hier gehen die wieder entgegengesetzt. Also das sieht wirklich sehr spannend aus. Wir haben hier oben auch noch so eine Rinde mit in der Totholzstelle, verschiedene Farben. Hier ist so ein kleiner Hubbel, so ein kleiner Wirbel von den Holzfasern her. Und insgesamt bin ich da jetzt zufrieden. Weiter möchte ich nicht gehen. Wir haben hier noch so eine kleine interessante Stelle. Und insgesamt ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte das auch nicht zu groß machen, die Stelle. Man kann das in der Zukunft immer noch weiter vergrößern. Was ich jetzt machen werde, ist ein paar von diesen kleinen Holzfasern abflemmen, die hier abstehen. Einfach damit das ein bisschen cleaner aussieht. Aber jetzt muss man das auch einfach mal mit der Zeit sich ein bisschen verrotten lassen, dass die Fasern noch einzeln rauskommen. Die weichen Stellen zwischen den Fasern werden dann absterben, abgebaut werden mit Sonne und vielleicht durch Insekten oder Pilze. Und dann legen sich diese Stellen auch noch mehr frei und dann wird das Ganze noch ein bisschen natürlicher aussehen. So, ich bin jetzt fertig mit meiner Totholzbearbeitung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Mir ist immer sehr wichtig, dass das Totholz auch natürlich aussieht. Ich will nicht Totholz machen, nur um des Totholzes willen. Das wird auch oft gemacht, dass man einfach sagt, ja, an der Kiefer, an Wacholder, da muss unbedingt ein bisschen Totholz und dann wird irgendwo einfach die Rinde entfernt. Das sieht man häufig. Ich persönlich finde, das muss auch immer ein bisschen Sinn haben und natürlich sein und ein bisschen eine Geschichte erzählen. Hier kam jetzt noch dazu, dass hier dieser wirklich dicke Hubbel war, der den Stamm so unnatürlich verdickt hat. Natürlich hat er einerseits auch Charakter gegeben, andererseits hat er wirklich diese Stelle viel zu breit gemacht und ich wollte an dem Baum auch tatsächlich ein bisschen Totholz noch am Stamm haben und das war jetzt einfach die perfekte Gelegenheit, auch da die Faserverläufe an diesen Verdickungen immer sehr interessant sind. Die wollte ich jetzt freilegen, ein bisschen zeigen. Ich denke, das ist auch ganz gut gelungen, man muss ein bisschen gucken, wie sich das weiterentwickelt, wie das ein bisschen mit der Zeit aussieht. Noch kurz ein paar Sachen zum Thema Totholz behandeln. Ich werde jetzt hier nur an den Rand, wo das Cambium ist, also wo der lebende Teil vom Baum ist, ein bisschen Schnittpaste machen, dass da nichts reinkommt. Und den Rest werde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Ich werde den bestimmt auch erstmal ein Jahr in Ruhe lassen, bevor ich da Ginmittel, Totholzmittel, Behandlungsmittel, also Bleichmittel drauf mache. Weil ich möchte, dass das jetzt natürlich noch ein bisschen verrottet und natürlich noch ein bisschen ausbleicht und einfach ein bisschen verwittert. Das gibt dann auch noch einen besonderen Look. Sieht natürlich aus, sieht natürlich gealtert aus. Das möchte ich hier auch noch erreichen und ich denke, das wird auch ganz gut aussehen mit der Stelle. Ich bin gespannt, wie sich der Baum weiterentwickelt. Ich werde den, denke ich, im Frühjahr mal auf eine Schale pflanzen und zwar auf wirklich so ein flaches Tablett. Und dann werde ich auch sehen, ob ich mit dem weiterverfahre, mit dieser Totholzstelle da hinten, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Ansonsten müsste ich vielleicht bald auch mal gucken, ob die Drähte ab müssen und so werde ich den Baum Schritt für Schritt jetzt ein bisschen weiterentwickeln und halte euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, wie es mit dem Kollegen weitergeht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Totholzbearbeitung oder ähnliches, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.